Hallo und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde. Wie ihr wünscht. Zu Baldur's Gate, Siege of Dragonspear. Ja, wir sind wieder in unserem Hauptlager. Also im Lager der Flammenden Faust, besser gesagt, in unserem Militärlager. Und wir sollen uns mal mit den Halborks hier oder den Halbogern unterhalten. Wie kann ich helfen? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. What you want. Sag jetzt noch nicht, Zeit ist zum Kämpfen, lass mich in Ruhe. Das ist eine schlechte Einstellung. Was bringt euch und eure Truppe her? Ich gehe, wohin ich gehen will. Niemand hier kommandiert hier herum. Ihr schon gar nicht. Das werde ich. Gehabt euch wohl. Was bringt eure Truppe her? Kreuzritter, wir wollen welche vermöbeln. So viele wie nur möglich. Das habe ich gehört, aber ich kann nicht sagen, dass ich das wirklich glaube. Warum seid ihr wirklich hier? Thorn hier ist auch ein Halborg. Wenn ihr mir eure Geschichte nicht erzählen wollt, vielleicht erzählt ihr sie ihm? Das scheint die einzige Antwort zu sein, die ich bekomme. Ich gehe. Nehmen wir mal Thorn. Ich vertraue diesen unterlegenen Kreaturen nicht mehr als euch, Bruder, aber es würde euch gut tun, wenn ihr auf Brennus Seite bleibt. Erzählt ihm, was er wissen will. In unseren Adern fließt dasselbe Blut, aber Blut verliert sich leichter als Geheimnisse, als meine Geheimnisse zumindest. Da ihr nicht aufgibt, ich habe ein Angebot für euch. Ihr tretet gegen mich und meine Freunde an. Mit Redingsschwert hat nichts Tödliches. Die erste Seite, die man ausscheidet, gewinnt. Verlieren wir, reden wir. Verliert ihr, hört ihr auf zu reden. Wie klingt das für euch? Eine grobe Methode der Unterhaltung. Aber da es das ist, was ihr zu bevorzugen scheint, nehme ich die Herausforderung an. Richtspruch durch Zweikampf. In Ordnung. Packen wir es an. Kriegen sinnlose Energieverschwendung. Ich werde jetzt gehen. Nehmen wir den Richtspruch durch Zweikampf. Cover Fall hier drüben. Ich muss gegen Red und seine Verbündeten kämpfen, um mir das Vertrauen der Halborks zu verdienen. Be direct. Haben wir dafür jetzt irgendwie waffenmäßig was gekriegt? Yes. Meine Milz. Ja, ihr braucht. Hells, I missed. Schwach, wie ich sehe, wie ich es mir gedacht habe. Ich glaube, wir sind hier fertig. Ich bin noch nicht mit euch fertig. Ihr werdet gleich meine ganze Wut zu spüren bekommen. Ihr habt keine Chance. Ihr redet besser, als ihr kämpft. Ihr habt verloren. Findet euch damit ab. Okay. Ich bin noch nicht fertig. Okay. Darf ich bitte ins Menü und laden? Danke. Irgendwie sind manche Sachen komisch. Genauso ist es komisch, dass die... Habe ich die aus Versehen ausgeschalten mal? What you looking at? Ich hasse es herumzusitzen und zu warten. Sagt mir, Freund, was bringt eure Truppe her? Was kümmert es euch? Einige der anderen Offiziere wundern sich über eure Gruppe. Ich weiß immer gerne mehr über die Leute, mit denen ich arbeite. Und dass wir Halborks sind, hat damit nichts zu tun. Hä? Erzählt nicht so einen Witz. Erzählt noch so einen Witz. Soldaten müssen den Leuten, an deren Seite sie kämpfen, vertrauen können. Ich bin hier im Kreuzritter, um zu dienen wie der andere. Ihr wollt mehr von mir wissen? Pech gehabt. Jetzt haut ab. Ich habe noch zu tun. Ich möchte wirklich mehr über euch erfahren. Es muss doch eine Möglichkeit geben, euch davon zu überzeugen, mir zu vertrauen. Dorn hier ist ein Halborg. Ihr traut dem Menschen nicht, das kann ich euch nicht übel nehmen, aber unser Blut verbindet uns. Erzählt mir eure Geschichte. Einem anderen Halborg kann ich es wohl erzählen. Pfahl und ich sind vor ein paar Monaten auf unserem Weg nach Baldur's Gate durchgekommen. Jetzt hat er ein Problem mit Spieltischen, versteht ihr? Also haben wir, um sicher zu gehen, dass er nicht alles verliert, etwas Beute im Brückenvor versteckt, als wir übernachtet haben. Wir hätten mit unserem Körpergewicht im Gold weggehen können, wäre dieser letzte Dreh nicht auf Schwarz gelandet. A fool's money never rests. It moves around from place to place until it finally finds a wiser woman's purse. Only then can it relax. Das Geld eines nahen Routen hier, es zieht von Ort zu Ort, bis es schließlich in der Geldbörse einer klügeren Frau landet. Erst dann kann es ruhen.
Wie auch immer, wir waren auf dem Rückweg vom Tor, als wir hörten, dass Brückenfort dicht gemacht wurde, mit unserem Gold darin. Wir sind rennt auf der Straße über den Weg gelaufen, als er auf dem Weg war, ein paar Kreuzritter zu vermöbeln. Wir dachten, wenn wir uns mit ihm zusammentun, kommen wir vielleicht wieder an unsere Beute. Die Gier ist kaum das bemerkenswerteste Motiv, aber es ist verständlich und dient diesem Zusammenhang zumindest einem dem größeren Zweck. Kehle aufzuhalten, ich sehe keinen Grund, euch nicht im Lager zu behalten. Genau, ist dieses Versteck? Ah, netter Versuch. Jetzt kennt ihr unsere Geschichte, also könnt ihr allen sagen, dass wir nicht hier sind, um sie im Schlaf zu meuchen. Geht jetzt, ich will aufessen. Ja, ich muss Othilda berichten, was ich weiß. Dann machen wir das auch mal. Order is what matters. Ja, ich wollte mit euch über die Serienkulären reden. Die Halbhawks sind immer noch da. Ich habe mit ihnen gesprochen. Sie sind keine Gefahr für uns. Das behauptet ihr. Wenn sie sich gegen uns wenden, dann geht das auf eure Kappe. Ah, Erfahrungspunkte. Gut. What I wouldn't give for a cozy inn and a hot bath. Ja, deswegen rasten wir jetzt. Eine Runde. For Baldur's Gate. Ja, und hier können wir komischerweise leider nichts sagen. Ah, also haben wir eigentlich nur die Wahl. Mit Kalle zu reden und ihm zu sagen, dass es Zeit ist. Wie ihr wünscht. Zu kämpfen und hoffen, dass die flammende Faust uns nachkommt. Hier ist übrigens eine sehr nette Wand. Ich warte hier rüber, bitte. So, danke. Wie ihr wünscht. Es ist halt wirklich auch die Frage, wir werden so in der nächsten Zeit vielleicht Corvin einen Stufenaufstieg kriegen. Aber ja, wir müssen uns dann auch irgendwann noch um das Drachenproblem kümmern. Mann, Mann, Mann. Sagen wir mal, so ein Brückenfort kommt einem ziemlich klein vor, ehrlich gesagt. Aber wahrscheinlich ist da auch nie so viel los, wie es hier gerade ist. Und ja, ich glaube, das Lager hier wurde wirklich von den Kreuzrittern komplett errichtet. Also, Khalid. Mein Freund, ihr seid zurück. Ich habe mit Hess über die Verteidigung und mit Hügelschneider über unsere Vorräte gesprochen. Was denkt ihr? Ich habe über unsere Vorgehensweise nachgedacht, Khalid. Ich weiß, wie wir mit dem Kreuzzug umgehen sollten. Wofür habt ihr euch entschieden? Je länger wir warten, desto wahrscheinlicher ist es, dass der Kreuzzug Verstärkung erhält. Es ist an der Zeit, den Feind anzugreifen. Seid ihr sicher, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um den Kreuzzug anzugreifen? Nun ist an der Zeit, die flammende Faust ist noch nicht bereit, doch wir können auch das auch ohne sie schaffen. Ich gehe, um das Lager der flammenden Faust zu benachrichtigen. Wenn ihr Kampfgeräusche hört, schließt euch der Schlacht an.
Ich muss mich zuerst vorbereiten. Wartet einen Moment, ich komme wieder, wenn es an der Zeit ist, den Angriff zu starten. Nehmen wir mal die zwei. Wie ihr wünscht, mein Freund. Muss ich wirklich zuerst das machen? Nur zu fragen. Gut, dann werde ich jetzt als nächstes versuchen, den Drachen zu töten, bevor ich ins Lager der flammenden Faust gehe. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Immer dieses Hin und Her, ey. Also hierhin. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Weil dieser Drache wird schon gute Erfahrungspunkte bringen, habe ich das Gefühl. Sie müssen Ihre Runde noch mehr vergrößern, bevor Sie weiterziehen können. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. I don't understand how a powerful woman can submit so easily to male influence. Next time you open your mouth, close it quickly, before that sort of idiocy spills off your tongue. Okay, jetzt müssen wir Konya und Corwin unbedingt wieder Streit haben. Ich verstehe nicht, wie eine so starke Frau sich so einfach von einem Mann beeinflussen lassen kann. Wer jetzt das nächste Mal euren Mund aufmacht, schließt ihn lieber schnell wieder, bevor noch mehr so dummes Zeug aus ihm herauskommt. Hm. Ja? Der grüne Drache erwacht. Au. Nee. Nicht gut. I don't understand how a powerful woman can submit so easily to male influence. Ja? Können wir hier zaubern, ohne dass er erwacht? Wie kann ich? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Das heißt, wir müssen das außerhalb machen. Ihr braucht nur zu fragen. Weil ich hätte gerne den Erstschlag gegen ihn. Ja? Okay, Nera hat gerade kein Glück, was ihre Zauber angeht. Die werden die ganze Zeit gesenkt. Okay, der wurde erhöht. Vorne kann nichts sprechen. Sie kann mal dein Segen sprechen. Yes, I will. Insert a Cactus Vulcan. Worum geht es dir? Ja? Oh, ich hab noch einen. Gut. Wie kann ich hätte noch einen gehabt. Okay. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Dann gehen wir mal rein da und hauen auf das Ding ein. Victory shall be ours! I'll recover. Oh, und ich hab vergessen, noch Furchtbannen zu sprechen. Ja? Oh. Yes, I will. Wie ihr wünscht. This will be a wild ride! Be tough. Der ist schon schwer verletzt.
gut. I bleed. I am yours to command. Er ist dem Tode nah. Ja? Wie kann ihr braucht? Nur zu fragen. Lasst sie uns ordentlich verdreschen. You want whatever you I'll recover. Watch out. Feel the pain. Ha! My aim is true. I'll recover. So, und die Lindwürmer sind auch tot. Ihr braucht nur zu fragen. Gut. Her beauty sleep. Ja, wie ihr wünscht. Drachenschuppen. So high. Even I.